Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik loten auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg trotz politischer Spannungen Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus. Katar ist das offizielle Gastland des diesjährigen Forums. Das Land hat mehr als 65 Abkommen mit Russland geschlossen. Die Beziehungen haben vor vielen Jahren begonnen. Der Handel zwischen beiden Ländern ist um 50% gestiegen. Und dieses Forum ist wie ein Kronjuwel für die Beziehungen zwischen Russland und Katar. Wir haben mehr als 200 Geschäftstreffen durchgeführt, um die Zusammenarbeit und die Handelsvereinbarungen zwischen unseren Ländern zu verbessern. Russlands Präsident Wladimir Putin betonte, dass die meisten anwesenden Wirtschaftsvertreter aus den USA kommen, trotz Sanktionen und Gegensanktionen. Diese zeigen sich optimistisch. Die russisch-amerikanischen Beziehungen werden weiterhin eine unruhige Mischung aus Konkurrenz und Kooperation sein. Aber ich denke, dass die Beziehungen von Mensch zu Mensch und von Geschäft zu Geschäft fortbestehen werden. Eine Studie, die hier vorgestellt wurde, zeigt, dass die Zahl der ausländischen Direktinvestitionen in Russland wegen der Pandemie deutlich zurückgegangen ist. Russland möchte das ändern. Ausländische Unternehmen hier auf dem Forum sagen, dass sie viele Möglichkeiten sehen und hoffen, dass der politische Kontext dem nicht im Wege steht. Wir sind der weltweit größte Betreiber im Bereich der erneuerbaren Energien und wir glauben, dass Russland ein unglaubliches, ungenutztes Potenzial in diesem Sektor hat. Ich denke, wir haben hier ein großes Potenzial, denn die natürlichen Ressourcen in diesem Land sind riesig. Es ist das Land der Energie. Aber es ist nicht nur die Energie, die unter der Erde liegt, sondern Energie, die wir in Form von Wind und Sonne haben. Wir sind optimistisch, dass eine Investition in diesen Sektor in Russland eine große Chance für westliche Unternehmen wäre. Eine Studie von Ernst & Young zeigt, dass im Jahr 2020, dem Jahr der Pandemie, Deutschland der aktivste Investor in Russland war, gefolgt von den Vereinigten Staaten und China.